In diesem Video. Hier unten gibt es noch irgendwie irgendwas mit der Quest. Ich weiß aber nicht, ob das nur die Quest ist oder... Es ist kein Schrein, es sollte aber, glaube ich, eine Schreinquest sein. Kommt drauf an, welche. Müssten wir mal gucken. So. Moin, du Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Zelda Breath of the Wild, wo wir nun die weiteren Crocs einsammeln. Wir sind immer noch im gleichen Gebiet. Wir werden auch dieses Gebiet erstmal nicht verlassen, das kann ich euch versprechen. Und holen uns erstmal hier wunderschön nochmal ein bisschen Bernstein, Steinsalz und ab. By the way, habe ich davon jetzt schon so viel gesammelt, ne? Ich glaube, wir können damit echt viel Geld machen. Brauchen wir sowieso am Ende, weil wir ja alle Bilder noch nachkaufen müssen, die ich nicht gemacht habe. Ich habe schon wieder vergessen, von dem Boss ein Bild zu machen. Nice. Leute, viermal Bild von einem Boss kostet jeweils 300. Könnt ihr euch schon mal ausrechnen, 1200 nur für die Bossbilder. Cool, oder? Ist schon ein Profi-Move. Und ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich werde vorher wieder abspeichern, weil ich genau weiß, wenn der Stein woanders hinrollt oder rüberrollt, dann bin ich salziger als ein Salzberg auf einem... Ja, auf einem Salzberg. Salziger als ein Salzberg ist schon korrekt. Ihr kennt mich ja. Hör dich nicht mit Link. Link soll nicht einlochen. Link hat keine Befugnis einzulochen. Das wäre jetzt nur was gewesen. Einfach eingelocht in eine Lava. Ich glaube, Link hätte sich nicht gefreut, darüber einzulochen. So, was haben wir hier hinten noch? Hier hinten haben wir auch nochmal ein Stempelchen. Boah, ich sehe schon wieder Erze, ne? Das ist so richtiger Geldgier bei mir gerade. Es ist sonst nie geldgierig, aber wenn es in Zelda um Rubine geht... Oh, Alter, denn glitzern mein Funkel in meine Augen. Ganz schlimm. Bei Rubinen, da sehe ich gar nichts. Schade für die Wächter-Axt, by the way. Ah, nee, warte mal. Endlich werden wir die mal, by the way, los. Aber ich würde die gerne noch vorher als Foto bitte haben. Okay, wir hatten die schon als Foto. Also, ciao mit V! Wenn ich mir nämlich denken, weg mit der Wächter-Axt. Dann holen wir uns gleich mal die anderen Waffen, die ich weghaben möchte. Weil wir haben noch eine Wächter-Axt plus plus. Obwohl, sagen wir mal so, die Wächter-Axt plus plus, die ist wahrscheinlich nur sinnvoller als... Was weiß ich... was ist denn... Purer Müll. Ja, du. Und ja, ich weiß, man kann die mit Explosion wegmachen, aber ich habe das Gefühl, wenn ihr die mit Explosion wegmacht, kriegt ihr weniger Loot raus. Wir kriegen meistens, wenn wir normal schlagen, bis zu 3 bis 4 Erze raus. Vor allem bei seltenen. Und wenn man die explodieren lässt, dann sind es meistens nur 1 bis 2. Und das ist dann tatsächlich doch mir ein bisschen zu wenig. Da bin ich schon ein bisschen gieriger geworden. Ist das auch schon wieder ein Loch? Leute, was ist denn los hier? Hier muss man ja ein Loch ohne Ende. Ne, Link? Deine Stärke und so. Oh, bitte, 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 bitte Loch ein. Ehrenloch! Ich liebe Einlochen. Wirklich. Das ist das Einfachste von allen, außer es fliegt wirklich rüber. Unfaire Fairness nenne ich es an der Stelle. Oh nein, es gibt wirklich noch so einen Croc. Oh. Wir hatten beim letzten Mal doch schon den Schädel-Croc, wo wir echt Probleme hatten, mit einem Bogen darauf zu schießen. Und jetzt gibt es noch einen. Boah, ich hasse es. Das hasse ich. Das Schießen... Nee, warte mal kurz. Okay, ich hab nichts gesagt, das nehme ich mit. Ist zwar auch nicht geil, aber auf jeden Fall angenehmer als alles andere. Das wird die Lava sein, das wird die Lava sein. Ups. Oh. Wie viele Herzen habe ich eigentlich jetzt dadurch verloren? Es ist ja egal. Wisst ihr was? Wir haben den Croc und damit bin ich glücklich. Das reicht uns. Stempel können wir löschen und dann gehen wir weiter. Und dann sieht es schon mal echt gut aus. Also unten der Bereich ist clean. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die oberen Bereiche. Und das sollte eigentlich machbar sein. Wir müssen nur hier irgendwie raus. Freunde. Ich habe nicht mit Bedacht gewählt. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ist da was? Wir fangen in der Stadt an.
glaube ich, die schnellste Variante und vor allem die sicherste, bevor wir hier wieder rumtümpeln mit unserem Flugmodus. Also im Endeffekt mit unserem Rivali da rumzustürmen, ist das viel, viel angenehmer, wenn wir von hier aus starten. Gudi, gut, gut. Und dann geh ich mal tatsächlich hier eben mal herum. Du kannst mich mal an meinen Lackschinken lutschen. Oh, nö. Oh. Nee, 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 nee. Gar kein Schnittchen auf euch, meine kleinen Süßen. Und übrigens weiß ich, wo die Kanonen waren. Die stehen hier. Habt ihr ja beim letzten Mal ein bisschen vielleicht verhauen und dachte, da wären Kanonen gewesen, um die Schädel kaputt zu machen. Aber nee, sind sie nicht. Ah, ehrenloses kleines Dreckstück. Kannst du knicken. Ja. Brauchst ja nicht mit deiner Knutschlippe da rumknutschen, mein Freund. Gibt's heute nicht. Küssen ist verlaubt. Verlaubt vor allem. Hä? Nicht erlaubt. Okay. Warte mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Sieht so aus, als ob hier oben irgendein Stiel wäre. Oh, Link, bitte. Ja, da ist er. Den habe ich gesucht. So, und du musst rückwärts. Okay. Mhm. Mit Rivali-Sturm sollte es machbar sein, oder? Recht gut machbar. Ich sag mal, so ein bisschen Bammel hatte ich schon, weil Rivali-Sturm ja etwas länger dauert. Wegen dem nach oben schweben. Aber im Grunde war das eigentlich relativ safe. So, dann holen wir uns unten den kleinen Fratz noch. Der müsste zwischen den Steinen hängen. Zumindest sieht so aus. Ja, guck mal, hier ist er doch schon. Ich sehe ihn doch schon. Sehr gut. Damit haben wir alle Crocs zumindest in der Stadt, glaube ich, schon mitgenommen. Ich weiß gar nicht, gab es drei oder zwei? Nee, drei. Einer ist dort noch. Was ist das denn? Ach, by the way, das hier können wir wegmachen. Das haben wir schon gesehen. Das war eine Erinnerung. Eine storybedingte Erinnerung tatsächlich. Oh Gott. Das ist ja nur ein loser Stein hier. Hier unten gibt es noch irgendwie irgendwas mit der Quest. Ich weiß aber nicht, ob das nur die Quest ist oder... Es ist kein Schrein, es sollte aber, glaube ich, eine Schreinquest sein. Kommt drauf an, welche. Müssten wir mal gucken. So, wir sind bei der Garonenbrücke. Und hier sollte der Croc eigentlich sein. Was ist das denn im Übrigen? Ich habe eine Ahnung. Ich sagte, ich habe eine Ahnung. Ist tatsächlich der Fall, aber ich bin gerade falsch. Huch. Oh no. Kann ich das Ding wieder zurückbewegen? Ja, kann ich. So, das sollte, glaube ich, ausreichen. So. Gut. Haben wir ja unseren Spaß gehabt. Eigentlich wollte ich... Oh mein Gott, warte mal. Ist das vielleicht Offenberg? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Offenberg ist. Link? Nee. Einfach nee. Okay, hier können wir hoch. So, und dann schauen wir uns mal von oben um. Immer vom obersten Punkt runter gucken. Karte sagt, hier unten bei der Bahn.
Lol, 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 da geht's im Maul rein. Oh nein, Linky. Manchmal mit Profis, mein Freund. Jetzt kann ich da schon wieder nach... Warte mal, kann ja Riavalli Sturm nutzen, ne? So, und Danny geht jetzt im Maul vom Goron rein. Aha! Sehr gut. Versteckt er sich einfach im Goron-Maul, genau. Mach ich nächstes Mal auch. Versteck mich nächstes Mal auch dort. Und dann können wir jetzt mal kurz in die Stadt mal unten vorbeischnökern. Bei dem einen Herren hier. Geschweige, wir können ja mal die Stadt allgemein mal erkunden. Ich glaube, das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und hier sollte eigentlich einer stehen. Ja gut, okay. Wir sprechen mal oder gucken mal, wer hier Quests hat. Zum Beispiel du hier. Dieses Haus gehört Broan, dem Meisterhandwerker. Kann ich dir helfen? Meister Broan ist ein genialer Schmied, der die alten Künste weiterführt. Er ist unglaublich streng zu sich und auch zu allen anderen. Als Teil meines Trainings soll ich die Magmaroks in der Gegend von Goronia besiegen. Über die Magmaroks am Darunia-See erreiche ich einfach nicht. Ah, wenn jemand nur anders durchkäme. Lehrgeld. Ehrenjahre sind auch keine Lehrjahre, ne? Das hört man zu gerne und zu oft. Und zu oft denkt man sich, warum sagt man das? Ist doch okay. Es gibt aber auch vernünftige Lehrjahre. Die kann man auch haben. Man muss nicht alles immer schwer machen. Aber ja, so ist es halt in der Welt. Man möchte es niemanden einfach machen. So, hast du noch was? Nö, Bluto ist glücklich. Freut mich. Warum habe ich das jetzt gemacht? Manchmal bin ich schon ein bisschen anders, ne? Waffenverschwendung will ich gar nicht, ne? Aber wenn nichts kann, kann ich's. Boah, da könnte ich den Steinspeiter mitnehmen, um die Dinger hier wegzumachen. Ne? Aber Quatsch. Brauchen wir nicht. Wir schauen uns erstmal ein bisschen hier oben tatsächlich. Ich habe ja eigentlich nur den kompletten Goronenwald oder Goronenberg durchgeskippt und das ist ja auch nicht schön. Ihr wollt ja auch ein bisschen wenigstens sehen, was hier abgeht. Ein paar Quests sehen wir ja auch dann dementsprechend. Und guck mal, hier ist der Jungspund. Beobachtest schön dein Volk. Finde ich nett. Immer schön Volk bewundern. Anschauen. Damit die auch keine Faxen hier treiben. Aber wartet denn mit den Quests? Also... Ach, die haben, guck mal, die haben die gleiche Rüstung nochmal im Angebot. Ja, übertreibt man nicht, aber könnte man wirklich eine Übernachtung vertragen. Wie wär's? Wollen wir mal kurz übernachten, Leute? Ich finde, das ist schon mal ein... schon mal ganz gut. 20 für ein Normalbett, ja, reicht. Mach bis morgens. So, einmal durchheilen. Denn mit zwei Herzen brauchen wir nirgendwo durchlaufen. Und ich will jetzt nicht unbedingt was essen. Da sind mir die 20 Rubine doch was wert. Und dann haben wir mal die Pension auch mal genutzt, nicht? Hey, du bist auf Hausreiter. Savotta, bist du etwa so früh am Morgen schon auf der Suche nach einem hübschen Mädchen? Nicht wirklich? Ach, zu schade. Naja, ich bin Ramela. Wie du sehen kannst, bin ich aus der Stadt der Gerudo. Ich kam hierher, um Juwelen aus Goronia zu sammeln. Der Todesberg bricht nicht mehr aus, daher kann man jetzt die Edelsteinvorräte wieder aufstocken. Ach ja, und hast du vielleicht Bernstein? Davon brauche ich eine ganze Menge, so 10 Stück brauche ich. Und ich gebe dir dafür einen besseren Preis. Na dann her damit. Unglaublich, 10 Stück Bernstein, wenn du sie mir verkaufen würdest? Im Laden würdest du 300 bekommen. Ich gebe die für 500 gegönnt. Hier, steck sie dir in den Hintern. Oh, vielen Dank. Das werde ich tun. Hier, die 500 Rubine. Aber Edelsteine kaufe ich auch. Also bring mir doch noch ruhig noch mehr als 10 Stück. Welche Juwelen ich brauche, tja, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Nice. 10 Saphire. Du hast gar keine... Du hast keine, Fräulein. Will sie mir als arm bezeichnen, weißt du, ich bin reich.
Reich steht sogar mein Name. Dann kommt sie an und sagt so, du sahst nicht mal was. Bin enttäuscht. Leute, warte mal kurz, das war ein Kind. Ah ja, Cola, okay. Ich dachte, das Kind wollte jetzt irgendeine Quest. Und Cola hat erstmal wie sick nicht ins Nirvana. Guck mal, hier haben wir nochmal ein Eisenhämmerchen. Was bietest du eigentlich an, mein Freund? Bist du nicht ein Lan? Anscheinend nicht. So, und jetzt mal noch eine wichtige Frage, was mir gerade auffällt, Freunde. Ändert sich je nach Tageszeit die Quest-Situation? Also könnte je nach Tageszeit jemand anderes hier stehen und sitzen? Müssen wir jede Tageszeit einmal durchgehen für alle Quests? Ich glaube ja, ne? Ja, das ist dann mehr oder weniger suboptimal gelaufen an der Stelle. Aber im WC führt nächstes Mal auf jeden Fall Bescheid. Oder zumindest, wenn wir die Questreihen alle abschließen wollen, dass wir das machen müssen. Hier ist nichts. Also, dass wir dann jeweils sagen müssen, überall hinzugehen. Geschweige jede Tageszeit mitzunehmen. So, aber wir sind nicht dafür da, weil die Quests sind, wie sie sagt, Sachen, die wir erst am Ende wirklich durchnudeln und exzessiv durchspielen. Wir machen zuvor erstmal alles andere. Und dazu gehören halt, wie gesagt, unsere kleinen, liebsüßen Crocs. Und den ersten sehe ich da hinten, den werde ich aber, glaube ich, erstmal ignorieren, oder? Oh, nee, den können wir holen. Der ist jetzt nicht so gravierend schwer zu bekommen, glaube ich. Schließlich können wir ja von hier drüben zur anderen Seite rüber. Wenn wir nicht in der Lava landen. Sehr gut. Oh. Kann ich eventuell hier an der Seite ein bisschen stehen, damit ich wenigstens meine Energieleiste wieder ein bisschen voll machen kann? Bitte, Link. Ehre! So, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen hoch. Hier können wir nämlich auch nochmal stehen. Dann bleiben wir hier nochmal stehen. Und dann müssten wir eigentlich schon oben sein. Junge, das war aber sehr haarscharf, du. Da ist er, der Krogkreis. Und dann müssen wir hier irgendwo einen Stein haben. Den müssen wir tatsächlich, glaube ich, nach oben schmeißen. Ich glaube nicht, dass wir hier die Mauer hochkommen. Nein. Oh. Sturm ist bereit. Ich hab schon gedacht, das kriegt jetzt Link nie hin. Das wäre ja schon lächerlich gewesen. Dass das immer zählt. Das ist voll fail, aber zählt. Ich find's witzig. Guti. Dich haben wir auch geholt. Dann geht's weiter runter. In dieser Richtung hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, dann machen wir mal, da gehen wir mal die Fläche hier nach oben. Dann müssten wir auch gleich auf der Bergspitze sein. Okay. So, wo ist das? Da hinten müsste es sein. Und dann haben wir schon die Crocs, die an der Seite bis zu dem Dorf hoch, alle mitgenommen. Ich frage mich, ob ich hier noch Schreine übrig hatte. Ich habe darauf jetzt ja nie so wirklich geachtet. Aha. Bitte, 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 bitte
Link, tu mir jetzt... Oh, tu mir den Gefallen. Oh, Ehre. Gut. Der war auch nicht allzu kompliziert. Hier ist noch ein Schrein, siehst du? Zwei Schreine sind noch hier unterwegs, wenn ich es richtig sehe. Und halt den Stempel, wo ich noch nicht weiß, ob ich das löschen werde. Oh, boah, da oben ist auch nur einer. Okay, wir haben hier mindestens drei Schreine noch. Ja, Freunde, dann werden wir die wohl angehen dürfen. Ich werde mich jetzt zu dem Ehen hier auf jeden Fall durchboxen. Ja. Und dann sehen wir uns, wenn ich dort bin. Freunde, ich habe herausgefunden, was wir hier machen müssen. Diese Quest ist wichtig. Mein kleiner Bruder, dieser Kreidekopf kommt einfach nicht nach Hause. Oh, ich frag mich, wie er sich dabei denkt. Wo ist er denn? Mein geliebtes Bruder, Erz Gongurion. Natürlich. Er hat irgendwas davon erzählt, das Geheimnis der Helden auszugraben und dann war er schon weg. Ah, Gongurion. Was denkst du dir einfach bei solchen Sachen? Geheimnis? Südendlich des Marugo-Teils im Marugo-Tunnel ist eine aufgegebene Mine. Hinter einer undurchdringlichen Fels, dort ist kein Erz, sondern das Geheimnis der Helden versteckt. Zumindest wenn man den Kollegen des Cousins meines Vaters glauben darf, der das herumzählte. Oh, was sollen solche Träumereien? Er soll besser in der Realität bleiben und ehrlicher Arbeit nachgehen. Oh, das ist die Quest, die ich hier markiert hatte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich da rankomme an dem Ding. Und hier vorne an dem Tunnel müssen wir hin. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, das machen wir beim nächsten Mal doch lieber. Dann lasse ich mich da jetzt nicht ärgern. Wir werden uns beim nächsten Mal an diesem lilanen Punkt sehen. Dort geht's weiter für uns. Wir holen uns dann den Schrein ab. Und dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne bewerten, Daumen nicht zu verpassen. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao.